Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf. Aber Maria blieb im Haus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, am letzten Tag wird er auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird den Tod nicht kennen. Glaubst du mir das? Ja, Herr. Ich glaube, du bist der versprochene Retter. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück und nahm sie beiseite. Unser Lehrer ist hier. Er will dich sehen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam, warf sie sich vor ihm nieder. Herr. Wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Es rührte ihn ans Herz. Er war tief bewegt. Wo habt ihr ihn ins Grab gelegt? Komm und sieh, Herr. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt?